So, weiter geht's mit Gebrüll. Stehen wir wieder mal abgestürzt, also ab ins Gefecht. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Wer noch sieht gut aus. Bei wie viel bist? 1500 und, ja, das ist es weg, 1500 im Kleinkram war ich gerade wie in 8. Ich bin zufrieden, wenn es nicht unter 1000 rutscht. Unter 1000 ist schon unter Mittelmaß. Guck mal, eine neue Netz. Och, echt? Ja, aber Mann. wir müssen uns fast glatt anstellen, das jetzt nicht zu gewinnen, ne? Also. Sind wir auf der falschen Seite. Schon wieder auf der Seite. Pass auf, was soll denn, wenn wir alle nach rechts oben machen? Rechts, du willst Nullerlinie oder was? Ja, Nullerlinie quasi. Oh ja, gehen wir dadurch. Ja, weil Ich hätte Ich nur kann nur nicht nur Bammel, die wenn der Heavy. Hetzer diese Trollgun drauf hat und mir da voll eine reinbraten würde. Ja, plus ohne schwere Unterstützung brauchen wir da nicht raufzufahren, das ist das Problem, gell? Und wie ich ja von vorhin schon sagte, die andere Seite hatte halt den Vorteil, dass sie in die mittlere Stadt reinschießen können und trotzdem noch ein bisschen in Deckung sind. Ja, im Gegensatz zu unserer Seite, du hast ja hier keine Häuser als Deckung, wo du dich mal dahinter zurückziehen kannst. Du stehst quasi hier offen und wartest der Dinge, die da harren, hast der Dinge, die da kommen mögen. Und das sind meistens nicht so richtig gut. So, was haben wir hier? Ein T-46, aber krieg ich nicht rein. Den krieg ich auch nicht rein. Brauchen wir noch ein bisschen nach vorne. So. Ja, viel mehr aber auch nicht, gell. Jetzt hat hier einer mir einen Baum vor die Nase gehauen, da prickeln, jetzt sehe ich nicht mehr. Oh. Panzer 4. Ich würde ja gern den Panzer 4 irgendwas da schießen, aber ich sehe nicht, weil irgendwelche scheiß Graszeug davor hängt. Gut, aufgemischt. Ja, wie Oh. gesagt, also ich werde selten anhalten, ne? Also ich rutsche so durch. Das Problem ist, dass schon wieder 2-3 steht, gell? Da ist die Churchill. Ja. Das sind aber die, die sehr wenig an Wertung haben, die gestorben sind. Also da macht immer noch keinen Kopf. Wenn der KV 220 stirbt, dann. M3 Lee, kommen wir zurück. Meintest du den M3 Lee, der da gerade gestorben ist? Wie stehst du dort rein? Nee. Nee. Da ist wieder ein Haufen Trümpel davor. Naja, fahren wir halt in die Stadt. Oh, da unten ist der Churchill. Wunderbar. Ja, nicht dran. Haben wir doch wenigstens was zu beschießen. Churchill? Wo ist er? Da ist er. Oh, schön seitlich steht er da. Oh, wie ein Lemming. Wie ein Lemming hat er sich hingestellt. Sagt er, wenn er wieder sehen, Arschloch. So, wollen wir drüben zur Basis oder wollen wir hier aufmischen gehen? Aufmischen. Ich fahre bloß irgendwie die Marder, die fehlen mir hier noch. Und ein Preis dort hier vorne. Ich bin offen. Also irgendwas ist hier. Ah, hier, Su, irgendwas hier. Und irgendwas noch. Noch zwei. Ey, wir hatten mir den jetzt weggenommen. Marder 38 Tonnen ist hier noch. Wir hatten mir den jetzt weggenommen. Du hast mir den geklaut, Mausehaken. Oh nein, und schieß bei diesen verschissenen Stuart in Dreck rein. Weil ich nicht eingezielt war. Weil ich mich wieder viel zu sehr damit beschäftigt habe, wer mir die Panzer vor der Nase wegschießt, als damit den Panzer zu erschießen. Oh, was ist denn das hier drüben? Motor 38 T flüchtet hier gerade. Da will ich ja gerade stiften gehen. Ich schätze mal, ihr werdet mit den M3 fertig, oder?
ausgebeutet. Aber ich vermute mal, da wird sich hier rüberwärts machen. Oder? Wo ist, ach, da hat er sich da hinten in die Ecke eingestellt, der Kollege. Wo turnt ihr denn rum? Das sind Geräusche. Mann. Das war wirklich ein Scheiß-Team, was sie da hatten. Oder? Besser die wie wir. Genau, besser die als wir. Wenn wir mal gewinnen, hab ich nichts gekauft. Hier, gucke. Der KV1 ist wieder als Scout durch die Gegend gefahren und steht auf dem zweiten Platz. Ich habe gekämpft und stehe bloß auf dem dritten, auf dem vierten Platz. Oh, da muss ich mal nachgucken. Das ist das, was ich gemeint hatte, weißt du? Ja, irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Ja, du kriegst für Sponsor abschießen. Das ist doch eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass die Panzer abschießen, weißt du, die höchste Wertung kriegen. Ja? Die sorgen doch eigentlich dafür. Das bringt überhaupt nicht, wenn da 20 oder 10 Scouts losfahren und keiner von denen schießt, weißt du, und dann verlieren wir, weil ja nur gescoutet wurde. Ja? Letztendlich zählt nur eins, Schaden und Panzer abschießen. Und das sollte eigentlich weitaus ja, mehr... Der Schaden ist ja die WR8. Danach berechnet die sich ja. Ja, aber nicht von den XPs her. Nee. Da fließt ganz schön viel rein. Das ist ja das Problem, gell? Dass es bei den XPs nicht reinzählt. Es geht jetzt ja nicht um das WN8, es geht jetzt einfach nur um die XPs. Und ich bin der Meinung, die Leute, die Panzer abschießen, weißt du, die sollten bei Weitem besser belohnt werden, als die Idioten, die da am Berghang hin und her fahren, ab und zu mal Nischel rausstecken, ein bisschen drüber klotzen und vielleicht irgendwann mal einen Panzer abschießen. Ihn aufdecken. So. Scheiß aus der Basis rausräumen hier, wenn es wieder mal keiner macht. Vorhin auch wieder in die Basis. Was war denn das? Ein Comet oder irgendwas, weißt du? Ja, was passiert? Steht der Dreck noch in der Basis drin, ich schieße und natürlich treffe ich den Dreck. Weil sie nicht weggeräumt haben. Es hieß ja mal, sie wollen es durchschießbar machen. Und ich glaube, das war auch mal ein paar Tage lang, aber jetzt ist es mir halt schon ein paar Mal wieder passiert. Ey, wir brauchen Scouts hier, Leute. Guck ich doch hin. Na du, aber du hast gar nicht die Sichtweite, um da was zu sehen auf der Seite. Doch, das ist dahin, das. Wo du hingeklickt hast, habe ich geguckt. Also ja, aber ob du da aufdeckst, das ist fraglich. Hingucken tue ich auch auf die Seite. Oh, ja, da fackelt der KV-85 gerade ab. Wunderbar. Ich sag doch, dieser KV-85, das ist das letzte Drecksteil. Was, das Ding dürfte nicht mal als Dings durchgehen. Scheiße. War zu schnell. Gut, aufgearbeitet. Der dürfte nicht mal als 5er durchgehen, der KV-85. Die sollen das Rohr wieder runternehmen, sollen ihn als 5er einstufen und sollen den KV-2, den KV-Dings S hier wieder auf Marschrichtung bringen. Scheiße. Oh, jetzt bin ich gespottet. Weg hier. Das waren jetzt Geräusche, sage ich euch. Jetzt ist hier alles Mögliche neben mir eingeschlagen.
Das waren jetzt Geräusche. Ja, irgendwie gefällt mir das jetzt hier gerade nicht. Ich weiß genau, da vorne stehen sie, gell? Aber ich kann nicht vorfahren, da gibt es einen vor den Sack. Und ich sehe sie nicht. Weil sie nicht gespottet sind, weil der Krummel in der Stadt rumfahren muss. Und irgendwas muss mich ja jetzt aufgedeckt haben. Ja, der Haufen, deine Ecke wird aber mit dem A8 fertig werden. Den AT8, den tun sie gerade aufarbeiten hier. Und ich werde mal hier jetzt... Entschuldige bitte, wenn ich jetzt hier den Weg reinfahre. AT43. Sagen wir mal Hallo beim Kollegen. Versteckt sich schon mal ein Stein. Bringt ihn aber nicht allzu viel. Ach, Mann, hau da die Granaten wieder sonst wohin, gell? Kann ja wohl nicht wahr sein. Die Holger ist in der Stadt allein. Pass auf Holger auf. Ich komme mit in die Stadt rein. Ja, drauf und nicht. Ach, ich kann mir Zeit lassen, okay. Ja, ich wurde von der Stuka an der Seite gerade getroffen, in der Base noch steht. Aber geht er doch noch gut, oder? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier... Ich wollte mal, ihr kommt ja klar, gell? Weil ich wollte mal gucken, hier irgendwo steht hier ein Schild und da steht Deutsch irgendwas mit Luftschutzbunker drauf. Wo war denn das? Oder war das weiter hinten? Oder war das hier? Irgendwo stand so ein Schild und da stand, hier steht's. Ne, da steht aber nicht so Luftschutzbunker. Ne, da muss das irgendwo anders gewesen sein. Okay. Lassen wir's halt. Irgendwo steht ja noch ein Schild rum, da steht rechts zum Luftschutzbunker oder sowas. Da hab ich gedacht, ich spinne, wo ich das gesehen habe. Da nenne ich das Ding Lakeville. Oh, wir sind da jetzt gestorben. Ach nee, er schießt bis leider. Ja, ich komme mal hier dezent mit rumgeturnt. Ich glaube zwar nicht, dass noch was für mich übrig bleibt. Aber man hat ja schon... Der Su 100, ne? Mein Hassgegner. Man hat ja schon Pferdekotzen sehen. Der Su 100, ja. da musste vorne in die Fahrerblende reinschießen, also quasi... Quasi. Ja, krieg ich ja hin, aber ich habe 160 Leben. Ach so. Das den, ist halt den, das den riskier nichts. Komm, wir kommen ja jetzt alle hier. Ach, die kriegen ja jetzt so vor den Sack, die zwei. Ich habe mein Damage gemacht jetzt hier. Ja, der 1300. Ich krieg leider noch keinen von den zwei rein. Aber da... Oh, jetzt ist er geplatzt. Der war ein paar Happy schneller. Happy Papi schneller. Der ist abgeprallt. Abgeprallt. Ist einer low? Ach, das Klöpfchen jetzt bin ich, oder? Mann, jetzt habe ich die Schnauze voll mit dir, ich kann dich nicht mehr leiten. Ich wollte gerade sagen, jetzt holt er hier noch alle raus, oder was? Diesmal stehe ich aber noch drin im Cap. Ja, bleib drin. Ach so, abgeschossen. Oh nein! Nein, das muss man sich mal vorstellen, da stehen die auf der Hucke oben drüber und fahren nicht vor zum Aufdecken hier, die zwei. Unfassbar. Sieht doch der Panzer 4H? Der fährt nicht vor. Oh, das ist jetzt nicht wahr, da sieht er nicht. Fahr zurück, Holger, fahr zurück und ich wollte gerade sagen, okay. Oder schießen ab. Ansonsten. Also wenn er mir so die Seite zeigt, das ist doch eine Einladung. Er hat die Seite gezeigt. Ja, wie gesagt, ja, ich kam ja nicht mal mehr zum Zielen. Okay. So viel Nerven habe ich dann noch. Ich kam mir nicht mal mehr und dann noch Stück zweimal abgeprallt.
Ja, das passiert bei dem Stück R mal, gell, dass du abprallst. Gell. So, oh, der Holger ist ganz groß rausgekommen hier. Platz 1. Hab ich jemand erschossen? Ich hab's gar nicht jetzt geguckt. Hatte ich jemand erschossen? Oh, ich hab ihn erschossen. Ach, die Stuck hab ich ja erschossen, genau. Die Stuck hab ich gemacht. Die Stuck, ja. Die Stuck hab ich erschossen. Entstuckinisiert habe ich sie. Destuckinisiert. So. Das Spiel macht aber am meisten Spaß, wenn ihr einen Panzer aussucht, gell? Ich sag's halt, das muss ich nebenbei. Also mich regt jetzt gerade. Mich regt jetzt gerade schon wieder auf, dass das Zugfenster, ich rutsche es nach rechts, wenn der Bildschirm wieder da ist, steht, ist es wieder links, du siehst wieder nichts. Ja, aber das sind sie, ne? Da schauen sie sich auf der Map irgendwelche Schilder an. Ne? Man muss die ganze Arbeit machen. So. Und dann, oh ja, nimm doch mal Panzer rein. Ne? Ey, da stand schon irgendwo 8-2 oder sowas, wo ich da angefangen habe, gedacht, na gut, da werden die ja wohl klarkommen mit der Truppe. Mache ich ja sonst normalerweise nicht. Ach, der Röderix, der kaut wieder auf sein Mikro rum. Und dann will er es immer nicht gewesen sein. Ich habe gerade abgeschaltet gehabt, weil ich mal ein Niesbecken hatte. Weil du was machst? Weil ich ein Niesbecken hatte. Weil niesen musstest. Ja, das ist immer scheiße, wenn du so tief Luft holst und dann schlägt der Kopf auf der Tischplatte auf. Also das ist immer so ein lautes Geräusch, das stimmt. Also so. Heavy Linie fahren, ne? Logisch. Ja klar. So rauf Richtung Ministadt, ne, schätze ich mal, über die Brücke, gell? Holger. Wir stellen uns hier als Deckung hier unten hin. Wir decken deinen Arsch. We save your ass. Es geht gegen 5er, das ist schon mal nicht schlecht. Ich hab Gold geladen. Also muss ich mich schon sehr dumm anstellen, dass ich da einen Abpraller habe. Weil wenn ich meine anderen beiden Kommilitonen habe, das sind wir die reichen Leute, unser einer, der kann sich nicht mal einen gescheiten Panzer leisten und er lädt halt Gold. Nee, das geht. Du musst ja bloß treffen, sonst wird's halt schwer, ne? Nee, ist ja bloß Spaß. Also so ist es ja nicht, dass ich jetzt hier Krösus bin, ne? Ne, um das nur mal zu verdeutlichen, da hatte ich letztens E100 gespielt, den 10er. Habe über 6000 Damage gemacht und musste noch, glaube ich, 9000 nachzahlen. Ja, da weiß Bescheid, was los ist. Das ist auch so eine Sache, warum ich die Hohen nicht gerne spiele. Weißt du? Das ist sowas von arschlos. Ja, aber es ist halt mal schön, wenn das mal so richtig knallt und bam und botz und, ne? Und nicht hier diese kleinen Gummibärchen. Naja, so, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder. Kein von zweien getroffen, die hier durchgerauscht sind. Oh, das ist eigentlich keine schlechte Stellung, wo der Stuart steht, gell? Ja, scheiß Hütte davor. Ich stehe nicht. Ach, da ist ein Stein auch noch. Links ist auch keiner. Oh, da unten, da kommt einer links unten. Kriegst du den rein irgendwie? Guck mal nach links, da ist ein D2, da kommt ein D2 angeduckert. Siehst du den? Ja. Fuck hier. Ich krieg im Moment gar nichts rein. Also weg der D2, okay, haben sie rausgenommen. Ich krieg momentan hier nichts rein, gell? Da drüben turnt irgendwo ein T25 rum, aber ich sehe ihn nicht. Weil er nicht gespottet ist. Ich denke mal, die kommen alleine drauf. Kommst du? Wir werden mit in die Schlachterkasse gehen. Da ist nämlich gerade mich haben sie jetzt gerade rausgenommen worden. Ich habe es gerade gesehen.
1000 Damage konnte ich machen, aber der Churchill, der schießt so schnell. Aber da war es zu schön zu spät, wo ich es gesehen hatte. Sollte man sich vielleicht mal umprobieren. Der Roderick, wäre schön, wenn ich nicht allein hier stehen würde. Die machen mich nämlich ratzfatz nackig, wenn die kommen. Und die kommen gleich. Versucht den Churchill untere Wanne da raus. Wie die Heuschrecken kommen sie gleich. Schätze ich mal. T25 gleich von der Seite. Oh. Und ich krieg ihn nicht rein. Dann dreh dich wieder rum. Ich krieg sie nicht rein, weil die Hütten davor sind. Du zeigst jetzt den Heavys deinen Arsch, ne? Ja, ich versteck mich hinter den Häusern, um den Arsch halt nicht zu zeigen. Ich glaube, ich krieg doch die Krise hier. KV1 sieht dich jetzt. Die auch wieder abgeführt. Sehr nö. Schön. Nö, bei mir ist doch alles okay, aber ich wäre hier... Crusader vor dir? Ich wäre hier gnadenlos zusammengeschossen. Ja. Das waren zu viele. Das waren jetzt zu viele mit einmal. Mann, jetzt hör auf rumzuspielen. Fahrt in die Basis rein, du Idiot. Der verkackt Pavel, ja ja, schon wieder klar. Da verhämmert er das, auf diese Position zu gehen, ne? Heavy Linie oben. Was bist denn du für ein nutzloses Arschloch? Jetzt versucht er in die Basis zu kommen, statt dass er in unsere Basis rein, in den ihrer Basis reingefahren wäre. Der könnte ihn, glaube ich, sogar jetzt treffen, ne? Da trifft ihr gar nichts. Oder? Oh, mein Henry resettet. Oh, sehr gut, einer ist rausgekommen. Jetzt ist es okay. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Er hat die Kills gemacht. Bei Adam von Abstauber. Na gut. Er hat die ganzen Kleinen da platt gemacht. Ja, das war jetzt total riskant, was er gemacht hat. Man, das sind 5 Panzer und die fahren in unsere Basis und bei denen steht bloß einer von uns drinnen, da fährt man doch mit in die Basis rein, da versucht man doch nicht vorwärts zu fahren. Das war jetzt wieder mehr Glück als Verstand. Ja, er hat trotzdem mehr Damage gemacht, wie er mit seinen 4 Kills. Naja, aber 711, gell? Also das ist nicht unbedingt. Und wie oft hat er da geschossen? 10 Mal. Ja, ich möchte jetzt hier mal spielen, jetzt mach doch mal einen Panzer rein. Na, ich brauche keinen rein zu machen. Ich kann ja gleich auf Gefecht drücken. Ich muss keinen rein machen. Was ist denn das hier für ein Glück jetzt auf einmal? Ich bin ruhig. Bitte? Nee, ich sage, ich bin ruhig. Ich mal wieder sonst den Teufel an die Wand. Wir haben schon alle, wir ahnen schon alle, was du sagen wolltest. Es ist schon zu spät. Du hast uns schon ins Unglück gestürzt. Du brauchst dich gar nicht mehr versuchen rauszureden. Ja. Stimmt's, Roderick? Er ist dran schuld, wenn jetzt eine Scheißkarte kommt. Nee, Karte nicht. Na, oder Hirten, was anderes halt. Böses, Schlimmes. Alles so. Schlimme, alles... Alles Schlimme, was selbst passiert, an dem bist du schuld, so einfach ist es. Das ist schon wieder super, KV1S dreht auf der 9er Linie, hat die Little Gun drauf hier, die... Wenn der kein Gold geladen hat, dann kann er sich in der Ecke stellen damit. Also wir müssten sehr aufpassen, ja. Na, ich turne ja immer hier auf dem Berg, auf J3 ist das, glaube ich, hier auf dem Berg turne ich ja immer auf. Wir sind, was ist denn? Na, was ist das? Achtung, 1C von rechts. Werden wir aber nicht reinkriegen. Oh, den hätte ich sogar. Wie gesagt, wir müssen
Den hätte ich sogar abschießen können. Ja, sehe ich auch gerade. Also ich werde auch, glaube ich, nicht großartig weit vorfahren, weil der KV-1S ist grün und der wird wohl, denke ich, mal wissen, was er macht. Obwohl er nur 2000 Gefechte hat, aber... Ja. Ich befürchte bloß, die sind jetzt schon alle hier... Ich will das nicht riskieren. Die sind jetzt schon alle hier rechts drüber, links drüber gerascht. Nur eine Birch Gun als Arti. Ja, das geht. Das Ding wird mir nicht gefährlich. Hier nicht. Aber meiner einer und ein Eroderix macht das Ding weg wie nicht. Ich befürchte bloß, dass die gleich hier von über links kommt, direkt über links. Ich werde mich mal hier ein bisschen zurückziehen. Da bleibt man noch ruhig. Also ich will bloß in eine andere Stellung gehen, dass wenn die hier den links... Ach fuck, kommt er doch von vorne. Wenn die hier den links kommen... Scheiße. Oh, jetzt könnt ihr euch zurückziehen. Ah, schön Treffer gemacht. Den habe ich eh mitgegeben. Den sehe ich leider nicht. Hätte keiner mal da hochgefahren. Ah, da bleibt unten. Birch Gun hat mich getroffen. Null Damage. M4. Hier vorne. Da hat die Nase voll. So, ich wollte gerade sagen. Gleich kriege ich hier Futter. Ich hab's doch geahnt. Irgendwo KV-1 hat mich jetzt gerade beschossen hier. BT-7? Nee, KV-1, da BT-7 nicht. Nein, ich meine den BT... Okay, ich ziehe mich jetzt wieder ein bisschen weiter. Was ist denn das hier für ein Idiot? Was ist da jetzt hingefahren mit seinem M-Stuart, mit seinem Stuart? Gut. Wenn er sterben will. Oder KV-1 kommt halt um die Ecke. Ich hab erstmal dem M4 Hallo gesagt. Oh, da kommt zu dir, der KV-1. Oh, scheiße. Oh, ich hab's nicht mal aufgekratzt. Jetzt macht er mich weg, der Kollege. Oh, nee, er ist gestorben. Nein. So, jetzt kann ich durch. Jetzt habe ich keine Idee. T28 ist noch irgendwo hinten in der Ecke. Oh, ja, da ist noch ein T28. Da will ich auch gerade... Jetzt kriegt die, der fährt gerade... Ah, fuck! Ich hab ihn nicht mehr erwischt. Gut, ist weg. Wir hatten erwischt, ja, brauchst du das? Der KV-1 mit seiner Gang, das war das Gefährlichste, oder? Bitte, der KV-1S hat 5 Kills gemacht, was ist da los? Wo hatten da die 5 Kills gemacht? Ja, hier bestimmt... Ach so, unser, ach unser! Der 2 ach. Und so. Ich wollte gerade sagen, unser, denn ich habe jetzt gedacht, der Gegner KV-1. Ja, weil der hat ja nur 64 Durchschlag mit der Trollgun. Hier ist die verschissene Birchgun. Schießt das Schwein ab, das Schwarze. Ist das eigentlich eine Belohnung? Da macht er noch einen Krieger. Ist das eigentlich eine rassistische Bemerkung, wenn man so sagt, schießt das Schwein ab, das Schwarze? Ich denke da nie an irgendwelche Neger oder irgend sowas. Das ist halt... Du kannst doch nicht Neger sagen, dann ist es im öffentlichen Chat. Ach so, da muss man ja Bimbo sagen. Stimmt ja, ich total vergessen, dass das Political Correctness sein muss sein. Genau, also, wenn ich so sage, das schwarze Schwein, das schwarze, weißt du, schießt es ab, das Schwein, das schwarze, dann meine ich nicht irgendeinen Bimbo oder sowas, dann meine ich halt irgendwie einen Schwarzen. Keine Dachpappe? Dachpappe. Ja. Ja. Ich verlasse mal gerade den Zug. Ich habe da mal was zu erledigen. Also. Gut, dann machen wir erstmal alleine. Ab ins Gemächt. So, mal schauen, wo wir jetzt landen. Ach so, es gab das jetzt eigentlich so an HPs oder so, ich habe gar nicht geguckt. Wo sind wir überhaupt gelandet? Ja, auf dem dritten Platz. Ja, Schaden habe ich nicht so viel gemacht.
Das ist halt, wie gesagt, was du vorhin schon sagtest, mit dieser Munition bei diesen hohen Tanks, dass die so extrem teuer sind. Gell? Das finde ich total arschlos. Weißt du? Das finde ich total arschlos. Was soll denn das? Man, die sollen einen Preis für alle einbauen, auf gut Deutsch gesagt. Und Ruhe ist. Oder zumindest einen halbwegs gleichen. Gell? Und nicht der hier den 1000 und 4200 für einen Schuss. Gell? Und wenn du so mal Gold nimmst, hier bei welchem waren das hier? Ach, beim Rhein-Borsig hier. Gell? Da habe ich eh mal mit Gold geschossen. Da hatte ich diese Trollgun drauf hier, die mit den 700 Schaden. Gell? Da hat der Schuss 6800 gekostet. Gell? Das ist doch total von Arsch. Weißt du? Wenn du zweimal geschossen hast, bist du pleite. Da kannst du Kredit aufnehmen. Musst einen Kredit aufnehmen. Das ist doch total von Arsch. Ich hätte gerne einen Kredit und am besten noch eine Hypothek auf meinen Panzer. Genau. 100 Millionen. Die Reparaturkosten. Aber ich glaube, außer diesem Panzer 4 könnte das sogar ein ganz entspanntes Spiel werden hier. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Du musst bloß ein bisschen aufpassen, du bist ja da auch nur mit dem M7 da alleine. Der T28, der wird dich ja gleich anglotzen und kannst gleich schön eine reinhämmern. Ja, ich stehe noch nicht, das ist das Problem. Ach, war schon vorbei irgendwo. Ne, das ist Lux. Hauen wir den Lux eine rein. Oder? So wack. Oh, guck mal, wie viele Leute da du hast. Na, ohne Maggie Bean. Ach, so seht ihr, da steht hier in der Busch da rum, als wir sind noch Mitsche. Also ich werde verrückt, ich glaube, ich habe hier wohl keinen an meiner Ecke. Oh, dann bin ich über kurz oder lang bald bei dir. Na, da war ja schon auch. Keine Gegend hab. Boah, die werden sich gleich so wundern. Oh nee. Wer hat mir da gerade nicht draufgehauen? Der Panzer 4D hier. Also ich irgendwie müssen die alle gleich von oben kommen. 9-0er da auf der Ecke A. Wo ist der ganze Rest? Ah, fuck. Gedacht, er bleibt noch mal stehen, aber nee. Ja. 4D ist weg. Ja, ich krieg diesen Panzer 3 nicht rein. Ich hole jetzt erstmal den Durchbruchswagen 2. Ja, ich habe hier einen, pass auf, wie gesagt, von oben kommt. Ich habe hier oben einen T14 von oben. Mich kotzt an, stehen mich vor hier noch die ganze Zeit von rechts hab. So, jetzt kann ich mich auf die da oben konzentrieren. T14. Ich gebe mal einmal mal einen mit hier. Gut, den haben sie rausgenommen. Was haben wir hier? Eine Matilda. Abpraller an der Matilda. Na, ich glaube sie aber nicht. Soll ich mit nach rechts kommen? Ach, mach du nichts. Ich bin eh langsam. Also. Na, ich mach mal nach rechts. Da steht ein Hetzer hier rum. Dann könnten wir eventuell eine verbratzeln. Ehe die Matilda hier unten ist. Oder der alte Frau wieder jung. Bleibt doch nicht stehen, ja, knallt die Jagd den Vogel, jagt sie und schlachtet die Schweine. Ja. Ich bin fast bei, müsste irgendwie zurückfahren oder so. Mann, du blöder Idiot, du blöder. Du hättest ja auch einfach sagen so können, dass du für das Porno angucken. Da tut dieser Vollidiot. Verpetzen die alle. Erst fährt er zurück und plötzlich fährt er nach vorne, der Arsch. Deswegen hat er mir mit dem Hetzer jetzt noch hineinschenken können hier. So, mal schauen, mit dem Matilda. Das war keine gute Runde, nur 300 Schaden. Ha! Ich hab 1300 Schaden.
Ich bekomme noch ein bisschen mehr. Ich habe den Rest gefunden. Ja, seid ihr in einem Deckergefecht gelandet? Soll ich kommen oder schaffst du die Mathilda? Schaffst du alleine, gell? Und... Papa. Wack ist er. Ach, halt, ist der wohnt ja noch irgendwo einer. Oh, schlupp! Ach, da gibt es ja noch irgendwo eine Art hier. Wo ist denn die Art hier? Oh, das ist doch geil. Schätzungsweise wird die auch hoch sein. Ich werde mich auf jeden Fall mal hier runterstellen. Gut. Mich hat er nicht getroffen. 1300 Schaden. Bist du wieder da, Herr Roderick? Ja. Gut. Das siehst du mal, Holger. So schnell kann man Pornos angucken, gell? Ja. Manch einer braucht Stunden dafür, ne? Genau. Ja. Guck mal, 1300 Schaden. Ich bin nicht mal ganz oben, gell? Das ist doch wohl ein Witz. Krieg ja noch so einen komischen verkackten, irgendwelche verkackten Orten, weißt du, aber nicht oben. So. Spieler einladen, genau. Einladen ist er. So, können wir weiter metzeln. Oder metzeln lassen, je nachdem. Ach, nee. Also, die hat man doch bestimmt, wie lange hat man die nicht gehabt? Oh Mann. Ich wusste gar nicht, dass es die Karte noch gibt. Pavel, ne? So, mal gucken. Aber echt, guck mal, und ich hatte noch bei Wadi war das nicht, bei dieser anderen Wüstenmap da. Noch gesagt, Mensch, das kommt mir komisch vor, wir kriegen nur Firmware-Games und jetzt zweimal hintereinander nochmal. Kann ruhig so weitergehen. Was, keine wir wieder hinten rum? Nix da geht, machen wir wieder nach oben. Das Feld von hinten aufrollen. Ja, wieder recht drauf. Ja, scheint mir halt. Wenn wir zu dritt sind, scheint das halt immer noch das Vernünftigste zu sein. Im 5er Gefecht. Im 7er Gefecht würde ich nicht schnell fahren. Ach, was ist denn das für ein Vollidiot? Ich fahre ein Stückchen vor, will rechts rum, rammelt er mir rein. Ich fahre noch ein Stückchen vor, will rechts rum, weißt du, rammelt er mir wieder rein. Also. Das ist ein Rammler. Ein Rammler, genau. Eine Rammelsau. Der hat bestimmt gewartet, dass ich mein kleines Ärschlein zeige. Und was wollte er da reinstecken wollte, der Kollege. So. Ja, genau. Ein Stein, weit und breit. Und der Charadan fährt dran. Ich hab ihn gefunden. Ah, scheiße, ich bin noch nicht oben. Da drüben turnen sie schon rum. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Ah, fuck. War er weg. Der andere auch. Ah, fuck. Hat gerade so schön hier beim Haus rausgeguckt. Aber ich war halt leider noch nicht. Oh, daneben gehauen. Na, ich glaub's ja wohl nicht. Och, ne, das ist die Kugel durchgegangen? Das sag mal, cheatet der? Nee. Treffen kann man. Och, nein. Was macht denn der noch für einen Gefahr? Jetzt ist er weg. Was macht denn der? Hat denn der noch für einen Gefahr gemacht gerade? Komm her, komm. Ich bin dein bester Freund. Verteile Liebe. Ich verteile Kopfnüsse, komm mal her. Also wenn ich überlege, ne, dass ich eigentlich in jedem Spiel 1300 Damage machen müsste, ne? Das steht 2-4, gell? Ja. Ich hole Messe. Na, da hat sich jetzt wieder so ein dummer Panzer 1C da unten reingestürzt. Förmlich ins Messer gestürzt. Pass auf, der Chinu ist noch links von dir, gell? Ich hatte dir gesagt, die 480 sind... Ach, du bist ein raffgieriger Hund. Und jetzt geht's in die Base. Alte Raff. Und ich hatte die Arti getroffen für 200 Damage, das ist jetzt nicht so schön. Ja, mir gefällt gerade nicht.
kauf mal die 200 Damage 4 Männer her nicht. So. Kannst du hier was aufdecken, ja, in der Base? Einer müsste aber trotzdem irgendwie außen rumfahren. Warte mal, ich habe ja gerade einen Stuck hier in der Gegend rumstehen. Oh, da haut daneben. Na gut, ihr habt ihn erwischt. Boah, die Arti. Die einer muss die Arti finden. 300 Damage jetzt. Habt ihr meine Granate? Da ist auch noch ein Lookhost irgendwo dahinter, gell? Da hinten. Leute, hoffentlich habt... Ich hoffe mal, die Arti ist jetzt nicht irgendwo an der Ecke, die ihr jetzt nicht aufgedeckt habt, ey. Ja, ich stecke hier gar nicht aus. Das Vieh macht mich fast alleine hier. Ich habe gerade um 187 Schaden gemacht. Kriegt ja gerade langsam die Krise. Weil ich nichts treffe. Ey, der muss irgendwo gleich vor dir aufploppen da. Der Lookhost ist jetzt in unserer Basis. M3 Stuart von links. Boah, Kette ist ab. So, ich stehe ja nicht. Boah, da ist die Artillerie, holt die Artillerie raus. Warte, ich komme hier schon. Die hocken hier bloß alle in irgendwelchen Löchern drin, ich sehe sie nicht. Ich krall mir erstmal diesen verschissenen Lord hier. So. So, Nummer 1. Habt ihr die Arti raus? Ja, 1100 Damage. Ach, ich hab grad mal 226 Damage. Damage. Ich mach Damage. Ja, vielleicht kommt er ja, vielleicht ist er ja so blöd und kommt hier lang der Lookhost. Man weiß es ja nicht. Wenn das Lokus kommt, ich kann nicht hingehen. Minister kommt nicht. Der will jetzt nur überleben. Ach, ja, na gut, dann gewinnen wir es halt so mit 226 Schaden. Das war gut, dass wir da unten, dass wir oben lang gemacht sind. Hast du das, habt ihr das mitgekriegt? Das wäre nämlich jetzt voll wieder in die Hose gegangen, gell? Wieder da. Ich sagte gerade, das war gut, dass wir da oben lang gemacht sind. Das wäre nämlich jetzt sonst wieder voll in die Hose gegangen, gell? Ich habe das ganz deutlich gesehen. Also was gab es denn jetzt hier WN8? Oh Gott, 476. Bestimmt auf dem Pfui-Pfui-Platz gelandet, hä? Oh ne, in der Mitte, guck an. Wie hab ich das gemacht? Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Man munkelt noch. Komm ich einfach mal irgendwann raus, ohne dass ich die Kiste reparieren muss. Wieso, das geht doch automatisch. Hast du das nicht eingestellt, dass es automatisch geht? Ja doch, aber es kostet immer Kohle. Das ist aber nicht viel. Bei was kostet das hier? Hatte ich eine drauf gekriegt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Hatten die mir eine drauf gehauen? Das liegt doch, nee, hatten wir keinen. Aber das Fahrzeug reparieren, selbst wenn es zerschossen ist, das kostet doch, glaube ich, gerade mal 2500 oder so. Okay, das ist ja lächerlich. Also ich sehe auf jeden Fall, dass meine Geldbörse hier immer wieder steigt. Okay, jetzt bin ich bei 996.000. Also wieder kurz vor der Million. Und das ohne Premium, wohlgemerkt. Okay. Und das schaffst du halt eigentlich, mit einem Siemer vielleicht auch noch, wenn du einen guten hast. Ab 8 wird schlechter, legst du mal drauf. Aber ab 8 kannst du es vergessen. Okay. Und das ist eigentlich auch, ich bin noch ein bisschen raffgierig, was das Geld betrifft, weißt du? So. Das ist keine schöne Ecke hier. Naja, es kommt drauf an. Früher bin ich eigentlich immer hier unten, hier unten so auf 4 Uhr, 5 Uhr, so hier in zwischen diese zwei Bäume gefahren. Okay. Und habe hier drüben die Stadt beobachtet. Das werde ich auch jetzt wieder machen. Aber eigentlich ist es fast das Cleverste, auf der anderen Seite zu fahren. Okay. Hier ein bisschen da oben rumlumpen. Geh aus dem Wege. So. Hier kann man sich ein bisschen hier zwischen den Büschen verstecken und kann hier vorausgesetzt ihr lasst sie drüber. Über die Hucke.
ein bisschen in die Richtung leuchten. Ja, der ist ja ein bisschen Gehirn verbrannt mit seinem Panzer 38, würde ich sagen. Frisch eingestiegen. Okay, ich bin offen. Na, ist klar. Weil das ist die Richtung, wo ich von der anderen Seite eigentlich immer vorbei durchschieße. Genau da, wo du gerade hinfährst. Ach scheiße, ich komme auch nicht drauf. Ich habe jetzt keine Lust drum zu blödeln. Und zu warten, dass ihr mal irgendjemand hier drüber lässt. So. Fahren wir mal in eine technisch bessere Position. Dass wir auch mal Lemming hier beschießen können. Komm hier Lemming, wo seid ihr Lemminges? Lemming! Aber es hat mir gleich in die Seite rein, der Kollege hier mit seinem KV 220. Großes Lochmacher. Haben wir einen Panzer hier? Haben wir hier irgendwie? Oh scheiße, ich glaube ich sollte hier weg. Das war eine scheiß Idee. Fahrer tot. Alles tot hier. Könnt ihr wenigstens ein bisschen was beschießen, wenn ich ja schon aufdecke wie so ein Held, Ach, dieser verschissene 220. Ach, das ist so ein scheiß Dreckding hier, den du gewonnen hast, den du gewinnen konntest hier, hä? Der 220. Man konnte den auch mal haben denn wohl auch mal da drauf hauen? Hm? Die Artillerie denn wohl auch mal auf den 220er drauf haut? Nö, das ist zu blöd dazu. Ich weiß bloß eins, dass ich ihn voll in die Seite reingeschossen habe und nicht durchgekommen bin. Solange wie der schon offen ist. Unser BTR ist haut ab. Das war jetzt irgendwie von dem Ding her genauso blöd wie ich. Ich hoffe, da wendet sich jetzt mal den KV. Da bleibt doch quer stehen. Man dreht dich doch, du Trottel. Pass auf, da oben ist eine. Da oben ist eine Pack. Da oben turnt noch irgendwo eine Pack 40 rum. Und ein Mörder 38. Gut, da ist weg, aber die Pack 40 ist noch da. Ja, guck das an, gell? Versuch mal mit deiner Stück auch irgendwas gegen den KV, gegen den Dings zu machen. Ja. Der ist nicht überm Berg. Ja, davor links, davor doch mal hin mit dem Panzer 38 oder irgendwo hin. Das bringt ja nichts, wenn du jetzt nur hier stehen bleibst und die schießen, der schießt den Dings. Versuch ein bisschen von der Seite zu kriegen, wie steht er denn? Nee, halt dich mal mehr nach rechts. Ja. Vielleicht geht mir irgendwann die Munition aus. Den Zween. Pass auf, nicht, dass der auf dich schießt. Nicht, dass der seitlich auf dich schießt. Fort weiter, Richtung Basis. Denk dran, da oben steht noch die Pack, links oben. Links von dir steht noch die Pack. Da ist er. Geh mal Schuss hin. Hallo. Pass auf, wenn du die Pack weg hast, dreh rum, Eroderix, dreh rum. Krall dir den Crusader unten in unserer Basis.
KV-1 kann weiterfahren zum, unter KV-22 steht in ihrer Basis. Ich lasse den KV, nee, ich fahre mit zurück. Sicher, sicher. Typ T-34 ist da oben auch noch irgendwo. Ach, die BTR haben sie weggemacht, na guck an. Ja. Momentan steht er noch alleine drin, aber ich vermute mal, der Typ T-34. Da wird jetzt gleich kommen, beziehungsweise ist ungünstig. Ne, es bringt nichts, stehen bleiben, fahr runter. Du musst den aufhalten. Du musst ihn auf jeden Fall aufhalten und da hängt garantiert hinterm Gebäude. Fahr weiter rechts und dann schwenkt nach links ein. Da hängt hinter dem Gebäude, hinter dem Weißen. Ach nee, da ist der AMX-40. Ach nee, da ist gerade erst reingekommen, der AMX-40. Den nicht anschießen. Fahr weiter, er schießt. Links, 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 den Crusader. Links, den Crusader. Der hätte so weiterfahren sollen. Ich hab doch gesagt, hinter dem Gebäude. Die standen doch alle da drin. Na, das ist scheißegal. Ist doch scheißegal, wer da stand. Der die meisten Capture-Punkte gemacht hat, der stand links hinter dem Gebäude. Und den hättest du bloß eine Einschicht drauf braten brauchen, weißt du? So, den Rest hätte nachher der Dings von oben erledigt, Holger von oben erledigt. Verstehst du? Das hatte ich gemeint. Ja. Es ging ja nur ums Rücksetzen. Und mit dem, der AMX, der war ja gerade erst reingefahren. Okay, also von ist daher. Das Unterschied, ist das abhängig davon, wie viele Capture-Punkte einer schon gemacht hat? Ja klar. Wenn ich reinfahre und stehe 80 Capture-Punkte schon lang da drinnen, weißt du? So, und dann fährt noch einer rein und da steht 10 Capture-Punkte lang drinnen. Weißt du? So, und dann kommt einer und schießt auf den, der die 10 Capture-Punkte bloß gemacht hat, weißt du, dann lacht er sich kaputt, weil ich dann in der Zwischenzeit, bevor der das zweite Mal schießen kann, die anderen 20 noch nachgeschoben habe, Capture-Punkte. Ja, so, schießt er aber auf mich, weißt du, das sind meine 80 Capture-Punkte in der Sekunde dann weg und das sind bloß noch die 10 Capture-Punkte von dem, der als zweites reingefahren ist. Oder du rammst ihn, oder wie auch immer, ne? Hauptsache der Schaden, also der hätte es voll runterbrennen. Genau, rammen oder... Egal, Schaden, egal wie, rammen oder schießen oder auf keinen Fall stehen bleiben und irgendwelche... Wäre jetzt in dem Fall wirklich einer hinter dem Haus gewesen, ich habe ja keine Ahnung. Und das wäre der Falsche gewesen, hätte sie auch keine Höhle genommen, davon mal ab. Legen wir los! So. Ja. Ich war in der Stadt. Das musst du dir beim nächsten Mal merken. Ja, das auch noch nicht. Wenn es ums Zurück... Wenn es ums Zurücksetzen geht, deswegen habe ich ja gesagt, fahr zurück und mach den Crusader platt. Weil der stand ja die ganze Zeit in der Basis drin. Der hatte bestimmt schon 70 oder 80 Capture-Punkte drauf gehabt. Der AMX, der war gerade reingefahren. Hast ja gesehen, dass der gerade erst in den Kreis reingefahren war. Auch der T-34, der ist ja gerade erst Richtung Kreis gefahren. Okay? So, also die hatten alle beide noch keine Capture-Punkte gemacht. Oder? So, und da du ja unten den aufgedeckt hättest, hätte doch der Holger den von oben die Hucke vollhauen können. Ramme stehen jetzt den Vogel hier? Ich ramme den jetzt. Mann, fahr nach vorne, du Arsch. Du hast ja nichts zu suchen. Jetzt schieße ich der kleine Karre weg. Ach so, da sperren sie ja. Was ist das für ein Idiot? Ja. Man sieht's, was für ein Idiot ist. Nee. Man fahrt nach... Fahrt nach links und... Geht, explodiert. Und auch ein Auto oder so ein Scheiß oder eine Art hier. Das gibt immer ein paar Geräusche. Denkst du, die Welt geht unter. Geht keiner vorspotten. Unfassbar. Unfassbar.
Der T25, mein du Arschloch. Fahr hier. Der steht da hier hinten in der Ecke. Der steht da hinten in der Ecke. Ich schieße ihn gleich raus. Okay. Ah, ich kann ihn nicht beschießen. Ah, es könnte kotzen. Diesen blöd Vogel. Melde den T25 mal als Bot. Vielleicht sperren sie das Dreckschwein irgendwann. Wie heißt denn der? Keine Ahnung, unser T25 als AFK-Bot. Ah, fuck, ich komm nicht. Ich krieg nicht rein. Jetzt habe ich ihn nicht mitgegeben. Gut. Das ist gerade geplatzt wie eine Melone. Alter, wieder mitten im Gemenge. Ach, was ist denn hier los? Ja, jetzt war der K1S, den hätte ich da in aller Dingen weggeschnappt. Der KV 220, ne? Also irgendwann muss ich... Ich muss... Lol, jetzt fällt oh, ich muss aufhören. Moment mal. Fuck, meine Zeitung ist gerade gekommen. Na, aber bin's ja wenigstens. Ach, was tun ich hier noch rum? Ich fahre jetzt hier quer rüber. Lebt ihr noch? Was? Lebt ihr noch, habe ich gefragt. Jo. Da ist dieser scheiß M4, den habe ich vorhin schon versucht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hau die ganze Zeit vorbei. Ja. Ich muss jetzt erstmal kurz Pause machen. Ihr könnt ja mal alleine weiter spielen. Ich muss erstmal meine Zeitung reinholen. Bis gleich. Ja. Da hinten hat er sich verpisst. Die Ari hat aber nichts gerissen.
Ja, nö. Ja, warten wir kurz ab. Ich glaube, die 10,5 Zentimeter, die lohnt sich nicht hier drauf, ne? Die 10,5 cm lohnt sich nicht hier drauf, um in die Gefecht zu gucken. Nee. Da müsstest du denn öfter mit Gold spielen, weißt, dass du einen höheren Durchschlag hast. 104. Und jetzt hast du immerhin 150. Ja. Morgen auf 400 noch. Oh, noch 20.000. Das ist das Ding, die Liebe. Ist aber gar nicht mal so schlecht. Bei wie viel seid ihr? Oder bei wie viel bist du gerade jetzt hier von heute? Winrate 63% und 14 von 22. Seit dem letzten Absturz. Wir 80, das ist ein bisschen was cool, das ist noch knapp. Was? Die WN8, da muss man ein bisschen noch dran arbeiten. Ja, da musst du bloß treffen, das geht nach Schaden, ne? Ja, treffen wir schon und gut. Also ich hatte jetzt gerade für das Quote von 58, also 59%, aber wenn da so ein kleines Ding nichts dabei rumkommt. Ich hatte jetzt gerade bei dem Battle 8200 bekommen. Cool. Was macht der KV für den Durchschnittsschaden? 200? 150? Irgendwie so. Alle 4 Sekunden? Warte mal. Oh, 160 zeige ich da an. Das kann bestimmt natürlich nicht gegen anstinken. Ich hab den auch schon ein bisschen länger gefahren hier, den Kumpel. Ja, wie gesagt, von der Trefferquote her sind 59%. Aber wenn jedes Mal immer nur 100 oder was rauskommt, oder du nimmst so einen runtergeschossenen raus. Ist mit Schaden nicht so viel, aber Gott scheiß da hinten drauf. Ja, und wenn kannst du ja, du kannst ja noch Zusatzmaterial hier, ne, minus Nachladezeit und die 5% zur Besatzung, schnellere Zielerfassung. Das macht ja dann auch schon wieder ein bisschen was, ne? Also, so ist es ja jetzt nicht. Das müssen wir erstmal ein bisschen für sparen. Das ist denn so Händler. Nicht gesehen. Ansitzer wäre noch gut. Die war noch mal auf Lager, das Zahnnetz. Das könnte man rausschmeißen. Gucken, ob das was bringt. Niemand ansetzen dabei. Marzia. Naja, und da Stefan ja eh öfter Fünfer fährt, lohnt sich das ja denn, ein Panzer denn ist mal schön zu spielen. Ne, levelst ja deine Besatzung und so weiter, da kannst du ja dann auch noch viel anrichten. Also von daher. Ja, fängt wieder an, Spaß zu machen. Ich glaube, dieser Pro-Mod, der filtert auch einen Haufen Scheiße aus dem Chat raus. Ja,
Weiß nicht, kann man da eigentlich diesen Schimpfwortfilter oder wie sich nennt, auch selbstständig erweitern? Das weiß ich jetzt nicht. Jetzt mit dem Mod, da sind erstaunlich wenig da. Du liest nichts mehr mit Siemma und hast mich gesehen. Und ich weiß zwar sowieso nicht, was das heißt, aber. Kann ja genauso gut auch Hallo heißen. Da ist er wieder. Hat es lange gedauert? Hallo? Noch jemand da? Hä? Ja, seid doch da. Ich fragte, hat es lange gedauert? Selbstverständlich. Hat zu lange gedauert. Ja, nee, ich kriege ja früh meine Zeitung, mittwochs und samstags, siehst du? Da muss ich dann immer erst drunter rammeln und meine Zeitung holen. So. Holger, bist du da? Zeitung aus. Ich trage Zeitung aus, ja. Also zweimal die Woche. Mittwochs und samstags. Trage ich ja, Zeitung aus. Das hat meine Mutter auch gemacht. Jeden Tag. Er hat sich die Knie bei kaputt gemacht. Und was hat er als Dank dafür gekriegt? Fahrrad. Ja. Und Zeitung austragen. Und die Gewissheit, dass die Regierung der Meinung ist, dass Zeitungsausträger Assischweine sind. Weißt du, denn das müssen solche Assi-Schweine sein, die Zeitungsausträger, gell, dass sie nicht mal einen Mindestlohn verdienen. Verstehst du? Haben sie ja eingeführt, Mindestlohn, für einige Berufsgruppen, gell? So. Hey, ist die Stucken HD-Modell? Und, keine Ahnung, ich habe hier HD nicht eingestellt. Das kann schon sein, ja. Das kann schon sein. Wäre aber schön, wenn du weniger ins Rohr. So schick aus. Wäre aber schöner, wenn du weniger ins Rohr reingucken würdest, sondern lieber mal diesen Panzer anwählen würdest. Ja, wo ist das Fenster hin? Ach, ja, gute Frage. Ab ins Gefecht. Ja, da vorne habe ich sie geknechtet. Nur fast 2000 Damage. Aber muss ja in meinem Alter froh sein. Toll. Man muss ja in meinem Alter froh sein, überhaupt noch einen Job zu kriegen. Gell? Das ist ja das. Wenn du dann auch noch einen Job hattest, wie ich als Kraftfahrer. Ja, wenn du froh sein kannst, kriegst du so einen Job, wo du nie die Bezahlung gekriegt. Ja. Wir haben es ausgerechnet, ich arbeite für 1,80 Euro die Stunde. Ja. Okay. Das ist sittenwidrig. Ich geb mehr Geld fürs. Der Witz ist ja, dass sie dann auch nicht richtig bezahlen, weil die hauen dir, guck jetzt zum Beispiel, haben sie mir 2 Stapel Zeitung und 3 Stapel Werbung hingeschmissen. Okay? Das heißt also, ich setze mich dann heute Mittag ins Auto rein, fahre zu meiner Mutter rein, weil hier erst die Treppen rauftragen, das wäre dann schon ein bisschen problematisch. Okay? So, fahre zu meiner Mutter rein, schlepp die Zeitung bei meiner Mutter rein, mache da einen Tisch frei, setze mich hin und dann fange ich an, die Werbung in die Zeitung noch einzusortieren. Okay? So, wenn du dann. Und da ist ja, wie gesagt, das sind 2 Stapel Werbung gerade mal noch sehr wenig. Normalerweise sind das auch gleich mal 4, 5 Stapel Werbung, gell? Also verschiedene Dinger. Und dann ja so witzlos, gell? K und B gibt es da bei uns so eine Truppe, weißt du? Und Ilmenau, K und B Ilmenau-Rudolstadt. Ey, glaub mir, ich wohne zwar in der Nähe, aber. So nah nicht, okay. Also das ist mindestens 40 Kilometer, 50 Kilometer bis Ilmenau. Okay. Da wird sicherlich keiner aus dem Kaff, wo ich austrage, extra nach Ilmenau fahren. So. Gestern wieder eine interessante Sendung im Fernsehen über dieses Thema, über Werksverträge und so ein Scheiß.
Wo ist er? Ach, hier ist er, der Comet. Ah, ich krieg ihn nicht rein. Doch, jetzt hab ich ihn. Na komm, fahr wieder weiter zurück. Mit dem verschissenen Comet. Weil dieser blöde Dings hier steht, so ein blöder Idiot mit seinen T-34 hier an meiner Stelle, an der TT-Stelle. Hat er überhaupt nichts zu suchen? Hat er überhaupt nichts zu suchen dort? Da ist ein E25, der hat mich jetzt platt gemacht. Wie hat der sich da hinschleichen können? Ja. Ich hab die ganze Zeit weil der T-34 nicht auf der rechten Seite gespottet hat, das Arschloch. Weißt du? Da turnt er hier vorne mit rum. Und ich kann keinen von zweien beschießen. Ich sehe es einfach nicht. 0 zu 4. 0 sehen müssen. Der ist da hingefahren. 0 zu 4. 0 zu 4 steht. Gefeuert hat, da wurde dann sichtbar. Echt witzig, das. Mal auf, ich fahre mal hier raus und versuche mal nach links zu ziehen und dann aufzudecken. Ach, 0 zu 5 steht's, na toll. Ja, 1,80. Da kriege ich fürs Zeitung. Der Rainbow, der schreibt gerade 1,80 fürs Zeitungsaustragen. Ja, 1,80 Euro kriege ich. Okay, also wenn ich über einen Monat ausrechne, kriege ich die Stunde 1,80 Euro. Lachnummer. Ja, aber Dings ist halt der Meinung, hier steht er, der E25, das ist unfassbar. Ach, und ich schieße ich auch noch daneben, na gut. Prickelnd. Statt dass mal hier einer vorfährt, hier da mit seinem E25 und mischt mal hier die vorne ein bisschen auf. Oh, mein Hauptgeschütz haben sie gerade klar geschossen, die Mistschweine. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Schieß nur in Dreck rein, das gibt's nicht. Oder das gibt's doch gar nicht. Ich schieße auf diesen Idioten hier. Wir sind Bewegung. Auch Works hat mich jetzt bewegungsunfähig geschossen. So, wenn ich jetzt noch 3, 2, 1, da ist er weg. Ach, von Wegen. Von Wegen. Gut. Ach, jetzt ist der E25 mal vorgefahren. Ist die Stadt geräumt oder was? Warum, was beschießt mich hier am Laufenband? Ich kriege hier am Laufenband hier den Einschläge. Habt ihr die Stadt geräumt? Was ist denn mit dir los? Wer, mit mir? Ja. Erschossen? Der erste Abschuss. Ich sag da, der E25. Hast du dich erschießen lassen? So. Kommt ihr von der anderen Seite? Und ich glaube nicht, dass wir die alleine hier schaffen. Ja, die sind auf dem Weg. Gott, Spaß ist verteidigt und das war natürlich nicht gemeint. Da sollte mitkommen. Das wollte ich, dass da mitkommt. So, zu 85, KV 85 habt ihr da. Der ist weg.
Echt? Ja, die Frage ist, was turnt hier noch rum? Wirkungstreffer. 252 konnte ich eine mitgehen. Ah shit, jetzt ist er wieder der Hucke. E25 hatten die, ist ja noch einer. Ach shit, ein Stein dran. Da steht irgendwo in bis 152. Ich bleib trotzdem mal hier oben. Wenn der hier rauskommt. Ich sehe ihn ja nicht, das ist ja das. Zuletzt habe ich ihn hier gesehen bei dem Stein. Gut. Oh, jetzt sieht er mich. Da ist abgeprallt. So, schön in die Fahrerblende rein. Ja, der ist aber schwer beschäftigt hier. Ja. Und tschüss, Baby. So, was habt ihr noch bei euch in E25? Oh, das ist der letzte. Also war auch nicht mehr viel mit los. Warte, wir kommen schon. Ja, die hätten schon viel früher da hier den Link nach links, dass die das aufdecken. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass da drei rumturnen. Da stand ein Comet, ein E25 und ein T25-2. Das kann doch nicht sein, dass da drei Dinger rumturnen, weißt du, und keiner fährt mal hin. Also ehrlich mal, gell? Von den Scouts hier. Weil wie gesagt, das geht ja auch ein bisschen um Sichtweite. Und ich habe eine Basissichtweite mit dem Dings hier von, warte, ich guck mal nach. Wo steht denn das? Hier. Ich habe eine Basissichtweite von 280. Selbst mit dieser voll ausgebildeten Mannschaft, die schon in der zweiten Dings auf 98% ist, also in der zweiten Fähigkeit auf 98% ist, selbst mit denen habe ich bloß eine Sichtweite von 356. Also das tendiert ja schon gegen Witz, weißt du? Und da sollst du mit dem Ding scouten gehen, das geht einfach nicht mit dem Kern, mit der Su-85. Ja. Da hat ja, ich glaube, das Stück hat 310 Sichtweite, gell? Oder 320, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Können wir ja nochmal nachgucken. So um die Kante rum. Hm? So um die Ecke rum. Aber das reicht eben auch nicht aus gegen 7er oder 6er. Weil die haben den meisten... Aber mit Dinos kommt du auf fast 400 Meter. 395 oder was? Na, ich bin hier, wie gesagt, bei 306 Meter oder auch so. Ich weiß jetzt nicht mehr. Selbst also mit Schernfernrohr und ausgebildeter Truppe, gell? Live Oaks, auch einer meiner liebsten Karten. Hätte ich normal den E25 sehen müssen. Nee, die sind ganz schwer zu sehen. Wenn die auf Tarnung geskillt sind, da stehst du förmlich davor und siehst sie nicht. Okay. Die Ähnchen, die ihn dann sehen, sind die anderen E25. So, auf welcher Seite sind wir? Ich weiß es noch nicht, ich sehe es noch nicht. Nordische Basis. Das war eine Stadt. Irgend an der Bahn oben. Ach, auf der Bahnseite. Nee, Gottes Willen. Gleich hier links runter, hier auf der linken Seite, wo das kleine Gebäude da ist, weißt du? Da stellen wir uns ins Gebüsch rein. Und gucken erst einmal, was wir davon da aus erledigen können. Holger, willst du in die Stadt rein? Holger? Ja. Gut. So. Auch nicht bis ganz runter, gell? Bleibt dann hier oben stehen, wo die Büsche sind. Genau. Weil wenn du nämlich ganz runter fährst, kannst du nicht mehr recht in die Stadt einleuchten, weißt du?
kann man denn... Zur Stadt hin, ich leuchte da hin. Genau. Der T4. Ja. Wenn sie natürlich so schnell sind, wie die, die jetzt gerade hier vorbeigerascht sind, wie die Blöden, dann ist es natürlich ohne jede Chance, da irgendwas zu treffen. Ja. Den haben sie weggemacht. Den kriege ich nicht rein. Ja, die beste Sichtweite geht auch nur übers Wasser. Da werde ich nichts spotten. Ja, das reicht nicht, die anderen spotten. Du musst ja nur auf die Idioten schießen. Ah, auf Kette, wunderbar. Gut. Ah, nein! Weil der Stuck vorbeigeschossen, ich glaub's ja wohl nicht. Komm, lass uns auch die Stuck platt machen. Wunderbar. Ach, da kommt noch so ein Opfer. Mit dem KV-1. Der ist ja wohl zu Hirn amputiert, oder? Der ging nicht durch. Gut, weg ist er. Achtung, rechts, T25 rechts. Ach, hinter der Hütte, scheiße. Sehen wir leider nicht, aber vielleicht kommt er ja noch vor. Ja, ich hab's nicht gesehen. Leider war er nicht mehr gespottet. Komm, wir fahren vor. Kommst du mit? Die werden da drüben links alleine zurechtkommen. Besser wir jetzt hier uns eine Stellung suchen, wo wir die Stadt bzw. auf die Hucke oben drauf schießen können. So. Was haben sie hier? Was ist das hier für ein verschissener Bretterstapel? Davor. Oh, Churchill. Oh, was ist das hier? Keine Ahnung. Ah, fuck. Daneben. Gedacht, der Freund. So, hier unten mit Churchill. Ja, ist das auch noch was. Ach, wir haben sie böse erwischt. Gut. Jetzt turnt hier noch dieser verschissene kleine Mist vor, hier mit seinem Dings hier rum. Ach, da habe ich jetzt keine Lust, den zu jagen. Kommt da vorne Richtung Basis. Oder willst du den jetzt? Willst du den jagen? Ups, wo bist denn du? Doch, da oben bist du. Haben wir den Jochenweg, ja? Nö, lass uns fahren. Lass uns Richtung Basis rollen, wo er ist. Der Ansetzer hat sich gelohnt. Ansetzer, auf jeden Fall musst du den drin haben. Hä? Ansetzer musst du immer... Ansetzer macht man in jeden Panzer ein. Ich habe in jedem Panzer einen Ansetzer drin. Ja, das sind immer... Gesehen. Ich habe mal einen im Lager liegen gehabt. Das sind immerhin 10% Nachladezeit, gell? Und das lohnt sich immer, das Ding reinzubauen. Ja, und da gerade momentan schön wieder reduziert ist, würden sich dann auch halt schneller anvisieren und diese 5% für die Mannschaft, falls vorhanden ist, das wird sich alles halt lohnen. Ne, wie gesagt, Ansetzer, der gehört einfach rein. In jeden Panzer. Okay. So, und dann kann man halt, noch wahlweise, je nachdem wie der Einzielzeit ist, weißt du, mache ich dann noch einen Waffenrichtstrieb rein, weißt du. Wenn das nicht ist, dann mache ich doch gerne mal eine Lüftung rein. Okay, also, da habe ich zweite Klasse gekriegt. Ich auch. Ich habe auch zweite Klasse gekriegt. Oh, und ein Schläger. Was habe ich noch gekriegt? Ich habe gekriegt einen Schläger, ein Wirkungsfeuer und 17.000 ja, Kohle. Dabei was ist übrig geblieben? 14.000 ist übrig geblieben. Guck, jetzt sind wir schon wieder über 1 Million. 1.037.000.
Ey, guck mal, liegen wir auch schön zusammen da oben in der Auswertung. Ja. Der Rembo schreibt gerade, da kriegen selbst irgendwelche Plastiksammler aus Rumänien oder China Schuhnäherin fast mehr. Ja, ist wirklich so. Okay, also wenn es Hartz IV nicht wäre, kannst du nicht von leben, gell? Also wenn du nicht noch Hartz IV hättest. Okay. Ach so, ich muss fest. Ja, gut. Da haben sie was eingeführt. Mit dem Hartz IV. Ja. Also das ganze System. Da stempeln sie. Hier das mit Minijobs und. Weißt du, ich hab in meinem Leben, wie gesagt, vorher war ich Beifahrer, dann war ich Kraftfahrer, also wo ich nachher 18 geworden bin, dann war ich Kraftfahrer. Und habe ich einen LKW-Schein gemacht, bin Kraftfahrer geworden. Okay. Ich habe in meinem Leben wirklich sehr schwer gearbeitet. Ich hab Teppiche durch die Gegend gebuckelt. Weißt du, da bist du wirklich unter einem Teppich mit schwankenden Knien, bist du da einer hingetappt, so schwer waren sie, so Vietnam-Teppich waren das, ja, so 15 mm Flurhöhe und so ein Zeug, weißt du. Da kriegst du nichts für. Und wie gesagt, ich hab mein ganzes Leben lang geschuftet wie ein Schwein, weißt du. Und dann gerätst du in das Hartz IV und stehst als der letzte Assi da. Also, da komme ich heute vom Einkaufen, ich habe das Geld von diesem Monat nicht gebraucht, weil ich noch was in der Sparbüchse hatte, da war ich zu faul Geld holen, weißt du? Und da habe ich halt am Monatsende jetzt mein Geld vom letzten Monat geholt, weißt du? Also nicht das neue, nicht das vom nächsten Monat, gell? Und da kommst du heim und hast, ich war gleich, war ich auch